Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. Ja, so und jetzt gehen wir Yu Kong endlich holen. Jetzt haben wir noch einem kleinen Mädchen versprochen, ihr auch zu helfen, aber eins nach dem anderen. Wir gehen erstmal zur Goldenen Straße und hören uns den Yu Kong. Und ich glaube, genau, hier geht's ja auch zur Stadt der Toten, gleich da drüben. Das ist ja alles gleich um die Ecke. Mal gucken, wie viele Quests wir auf dem Weg dahin noch aufsammeln. Oh, die sind anscheinend auch, die da hinten flogen auch gerade wie Geister, habt ihr das gesehen? Okay. Einfache Frau? Nein. Die sieht nur besonders aus. Und jetzt wissen wir natürlich auch, diese eine Herberge, die nicht aufging, die hier, die ist jetzt wahrscheinlich, da ist der gute Shang drin. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Da müssen wir ja noch überlegen, wie wir die reinlegen können. Ich finde das mit den Schildkröteneiern ja gar nicht so schlecht. Ich würde aber gerne diese über die Neigungen mehr herausfinden, die dieser Minister hat, weil das wahrscheinlich, ja, dem am meisten entspricht, was die Inquisitoren so machen würden, um die Sache zu lösen. Und wir müssen ja möglichst ähnlich handeln. Ja, Dongho, zu dir kommen wir gleich. Ah, nee, dich brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich brauche nur Yu Kong. Und ich glaube, er hier ist das. Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, um mich zu belästigen. Wisst ihr, ich bin ein sehr beschäftigter, wichtiger und gebildeter Mann. Okay, können wir das irgendwie machen? Verdächtig? Bei allen Himmeln, nein. Jeder hier ist ganz und gar einwandfrei und vollkommen normal. Ja, wirklich. Auch der Fremdländer? Ihr seid Yu Kong, der Vielseitige, nicht wahr? Natürlich nicht. Ich bin... Ach, verflixt, das funktioniert ja gar nicht. Wie habt ihr das gemerkt? Naja, nennen wir es Gefühl, eure Studien waren nicht sehr überzeugend. Dann seid ihr hier, um mich festzunehmen, ja? Fürst Rintor hat es auf mich abgesehen und ich habe schon so etwas geahnt. Ich schätze mal, wegzulaufen wird mir nichts nützen, oder? Nein, wird es nicht. Wie könnte jemand mit euren Fähigkeiten überhaupt einen Adligen betrügen? Ich bin zu Unrecht angeklagt. Ich habe Edelfrau Rinto nur gebeten, mich mit ein wenig Silber als Schauspieler zu unterstützen. Mäzenatentum nennt man das. Okay. Sie stimmte zu, aber ihr Mann wurde wütend, als er es herausfand. Und jetzt habe ich ein Todesurteil am Hals. Das ist nicht gerecht. Und wenn ihr Anstand hättet, würdet ihr mir helfen, aus dieser Stadt herauszukommen, statt mich auszuliefern. Das ist die einzige Möglichkeit, für Strentos Zorn zu entkommen. Habt ihr Beweise dafür, dass ihr zu Unrecht angeklagt seid? Was wäre euch meine Hilfe wert? Ich denke, ich werde euch helfen, statt euer Kopfgeld zu kassieren. Wir nehmen mal das Erste. Braucht ihr noch mehr Beweise als meinen armseligen Auftrittsversuch als Gelehrter? Wie wär's mit der Tatsache, dass Fürst Rinto sich außerhalb der Stadt aufhielt, als ich ihn betrog? Obwohl euch das allenfalls Edelfrau Rinto bestätigen könnte. Allerdings sollte es offensichtlich sein, dass ich kein großer Hochstapler bin. Na, das stimmt. Ich denke, ich werde euch helfen, statt euer Kopfgeld zu kassieren. Wenn ihr euch sicher seid, sollten wir sofort Hauptmann Sinn aufsuchen. Wäre jetzt eine gute Zeit, mich unten durch das Tor zu schleusen? Ich bin bereit, euch jetzt zu helfen. Der einzige einfache Weg aus dieser Stadt führt durch das Tor, das Sinn bewacht, und der hält nach mir Ausschau. Wenn ich mich aber als Söldner verkleide und an ihm vorbeischleiche, könnte ich vielleicht entkommen. Ihr müsst mir jedoch helfen und ihn ablenken. Oh, das wird ein Spaß. Ich mal schauen, erzählt wie das klappt. Ihm einfach, ich wäre bereits entkommen und alles wird klappen. Ich wüsste nicht, was passieren soll. Aber na, ich würde dir nicht so leicht misstrauen. Vielleicht weiß der. Wie ich gehört habe, macht die Suche nach Yu Kong dem Vielseitigen Fortschritte. So ist es. Ein Gelehrter ist aus dem Garten der Gelehrten geflüchtet, nachdem er mit euch gesprochen hatte. Ich hoffe, ihr bringt mir nun gute Neuigkeiten. Schauen wir mal, Yu Kong der Vielseitige hat die Stadt verlassen. Wie ist er denn an mir vorbeigekommen? Einen Flieger hatte er ja wohl nicht. Oh mein Gott, ist der doof. Dass er fort ist. Würde etwas Silber eurem Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge helfen? Nun, wie sieht es aus? Meine Nachforschungen haben eindeutig ergeben, dass er aus der Stadt verschwunden ist. Seht mal, wie diese Schlampe die Hüften schwingt für den Söldner da. Oh nein! Ich weiß nicht, wie Yu Kong an uns vorbeigekommen ist. Ob er jemanden von meinen Leuten bestochen hat? Nun, die kaiserliche Armee hat mehr Silber als irgendein Hochstapler, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Was könnte er mir schon anbieten? Ihr werdet ihn nicht mehr finden. Er ist fort. Ich sollte den verfluchten Kerl festnehmen. Moment mal. Hattet ihr euch nicht mit einem Gelehrten unterhalten, der nervös zu sein schien?
Und jetzt geh schon! Auf einmal spurlos verschwunden. Sehr verdächtig. Was, wenn ich euch das anderthalbfache des normalen Kopfgeldes... Ah, der versucht es aber auch wirklich. Dann vielleicht erinnern, wo er steckt. Wieso haut er dich einfach ab, ey? Ich kann euch nicht mehr sagen, ganz gleich, was ihr mir anbietet. Hm, tja, wenn ihr meint... Ehrlich gesagt, obwohl Fürst Rinto es nachdrücklich behauptet, ich bezweifle, dass Yukong ein Meisterverbrecher ist. Vielleicht werde ich die Sache mit dem Kopfgeld für diesen Burschen einfach für erledigt erklären. Hm. Nun, damit wäre dann euer Auftrag beendet. Es ist wirklich schade, dass ich jemanden mit euren Fähigkeiten nicht mehr Arbeit bieten kann. Tja, so ist das. Leider weiß ich nicht... Ah, das hatten wir schon. Ich würde bloß mal hören. Genau. Wow, 1000 Erfahrungspunkte und offene Hand wieder. Sind wir jetzt eigentlich ganz oben angekommen? Immer noch nicht ganz. Mann, das ist gar nicht so einfach. Aber das war mir jetzt ihr sehr wichtig. Ihr seid ein großer Kopfgeldjäger, dass ihr zwei Fälle in so kurzer Zeit erledigt. Mein Eure Gott, ihr... Die Arbeit ist jedoch noch nicht beendet. Was? In der Stadt ist noch jemand, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und zwar ein höheres als bei diesen beiden. Okay, wer denn? Ihr Name ist Aishi, die trauernde Klinge. Und ihr findet sie in der Schule Schwarzer Leopard. Und wer bist du? Woher wisst ihr vom Aufenthaltsort einer Verbrecherin? Ich habe sie in diese Stadt kommen sehen. Und das teile ich euch mit. Daran ist nichts Geheimnisvolles. Welcher Verbrechen wird Aishi beschuldigt? Sie ist angeklagt für die meisten Verbrechen, die es gibt. Und für manche Dinge, die sie getan hat, gab es noch gar kein Wort. Sie ist ein Unglück für das Kaiserreich. Okay. Mord, Diebstahl und Schlimmeres. Aber nie ein Lächeln oder ein Zeichen der Freude an dem, was sie tat. Deswegen wird sie Aishi, die trauernde Klinge, genannt. Woher wisst ihr vom Aufenthaltsort einer Verbrecherin? Ich habe sie in diese Stadt kommen sehen. Naja, das hatten wir schon. Weil ich möchte, dass ihr es wisst. Meine Rolle in dieser Angelegenheit muss euch nicht interessieren. Ich bin einfach ein alter Mann, der die Chance sieht, dass aus Schlechtem etwas Gutes hervorgeht. Ich denke gerade schon nach. Wenn ihr sie seht, solltet ihr sie nach ihrer Geschichte fragen. Sie hat sicher sehr Interessantes zu erzählen. Wir sollten doch auch noch aus irgendeinem anderen Grund zu der Schule. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Es gab doch irgendeinen Grund. Wir haben auch einen Stufenaufstieg. Wir können mal gucken. Ich glaube, wir gehen wieder auf Körper. Ah, Chi machen wir ruhig doch auch mal ein bisschen. So. Nein, ja, alles korrekt. Und wieder 17 Punkte. Mein Gott, wir wissen gar nicht, worin wir das alles investieren sollen. Geringere Fokuskosten. Das machen wir noch. So. Ja. Legendärer Stoß, Chi-Schaden. Ah, da müssen wir diesen Chi-Modus aktivieren. Stein und Sterblicher. Ah, guckt mal, die Schadenserhöhung. Darauf sparen wir dann als nächstes. Wartet mal. Oh. Aber hier ist jetzt wieder ein Quest. Vielleicht erzählt er uns nämlich jetzt etwas über Aishi. Schön, euch wiederzusehen. Ich würde gern mit euch über die Verbrecherin namens Aishi, die trauernde Klinge, sprechen. Das ist kein Name, den man gedankenlos erwähnen sollte. Sie ist eine Mörderin, die überall im Reich gesucht wird. Es ist ein beachtliches Kopfgeld auf sie ausgesetzt, aber ihr werdet sie kaum erwischen. Wieso? Was, wenn ich euch sage, dass sie in der Stadt ist? Sie ist nicht in der Stadt. Wäre sie hier, würden sich sämtliche Kopfgeldjäger und Glücksritter des Reichs auf sie stürzen. Aber es ist alles ruhig. Also weiß ich, dass sie nicht hier sein kann. Sollte ich etwas hören, sage ich euch Bescheid. Okay. Es ginge vermutlich schneller, die Schandtaten aufzuzählen, die sie nicht begangen hat. Sie ist eine Legende. Oh, jemand, mit dem wir uns messen können? Eine Verbrecherin, die raubt, mordet und noch Schlimmeres tut. Aber wer sie hat kämpfen sehen, kann die Tränen in ihren Augen genauso wenig vergessen, wie das Blut an ihrer Klinge. Wirklich seltsam. Ich denke schon. Aber Aishi, die trauernde Klinge, zu finden, dürfte beinahe unmöglich sein. Und wenn ihr sie findet, tja, dann gilt eurer Familie mein Beileid. Das ist sehr interessant. Jetzt würde ich sie noch mehr sehen. Vergesst sie einfach. Wenn sie tatsächlich in der Stadt wäre, wüsste ich das und würde sofort reagieren. Aber wie hat sie das denn geschafft? Aber sicher.
Aber das Kopfgeld nehmen wir natürlich mit. Wir sind doch eigentlich so stark, uns kann nichts passieren. Aber warte mal, wir gucken mal. Aishi, die trauernde Klinge. Nachdem ihr die beiden Kopfgeldaufträge des Hauptmanns Zen erledigt habt, wendet sich ein alter Mann an euch. Er erzählt euch von einer Verbrecherin, die ebenfalls gesucht wird. Ihr Name ist Aishi, die trauernde Klinge. Aber ich habe irgendwas... Wartet mal, wir haben doch noch... Hinein in die Festung? Nein, Inquisitoren, ein trauernder Geist. Verschwundenes Neugeborenes. Ja, also das, ich weiß nicht, ob wir dieses Quest überhaupt lesen können. Es könnte nämlich sein, dass das ein Bug ist. Ich habe nämlich mal ein bisschen nachgeforscht. Und da steht, man muss einfach nur die Grabinschriften von einem gewissen Grab lesen und dann geht man zu ihr hin und dann ist alles gut. Das ist aber nicht korrekt. Warte mal, genau hier. Der Geist des Herrn Ren hat Renfang seiner Frau bittere Rache geschworen, denn sie hat ihn vergiftet. Er wird nicht erruhen, bis seine Rache vollzogen ist. Er sagte, sie wohne im Marktviertel, nahe dem Eingang der Schule zu Schwarzer Leopard. Ah, das war das. Okay. Und kaiserliche Arena müssen wir auch weitermachen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zur Schule des Leopards und dann müssen wir wahrscheinlich noch sehr schnell zu dem kleinen Mädchen. Aber ich hoffe, dass es hier jetzt keine Zeit, sage ich mal, gibt. Und wir das verpassen können, kommen wir hinten nicht auch rüber? Ich weiß es gar nicht. Doch, hier gab es noch eine, genau, das wusste ich doch. Wartet mal, Schwarzer Leopard, das ist ja da. Und die Frau muss also hier irgendwo sein. Die Frau, die ihn vergiftet hat. Ah, ihr seid es. Wie schön, dass ich euch noch einmal für das danken kann, was ihr für meine Tochter getan habt. Sie kann jetzt ein richtiges und gesundes Leben führen. Ah, stimmt, mit dem Organ. Auf das ein Vater stolz sein kann. Stimmt, das mit der goldenen Leber. Ich danke euch nochmals. Möge der Himmel gütig auf euch herabblicken und euch ein Schicksal geben, auf das ihr stolz sein könnt. Ach, wir sind schon ganz gut dabei, glaube ich. Na, kein Problem. Ja, das ist ja schön, dass darauf nochmal referiert wird. Schmiede, auch schön, wenn die jetzt wahrscheinlich... Schön, euch wiederzusehen. Was kann ich heute für euch tun? Ja, ich wollte nochmal gucken, was du so im Angebot hast. Bitteschön, hab einiges da. Lasst euch also ruhig Zeit. Ah ja, das Drachenschwert, stimmt. Das haben wir ja damals nicht gekauft, weil wir nicht genug Geld hatten. Drachenschwert ersetzt andere, weniger mächtige Schwerter. Das ist ja aber auch wieder ein eigener Stil, ja? Ich glaube, wir kaufen das einfach mal. Ich mach das jetzt einfach mal. Okay, ihr erhaltet Drachenschwert. Warte mal, gucken wir gleich mal. Drachenschwert, Tatsache! Ah, das wird einfach... das wird einfach aufgerüstet. Das ist ja cool. Okay. Wir hätten, glaube ich, diesen verbesserten Stab gekauft. Kann das sein? Ah, den wir eh nie benutzen. Ich dachte... Ah, da, guck mal. Die ist das wahrscheinlich. Ich weiß, dass ihr es wart, Ling. Ich muss es dem Minister nur beweisen können. Wer bist du nochmal? Guten Tag, werter Herr. Seid ihr der neue Ermittler, nach dem ich gesandt habe? Nein, ich kann an eurer Kleidung erkennen, dass ihr nicht vom Ministerium seid. Ach, es ist furchtbar. Und noch ein Quest, Leute. Jeder, nachdem ich sende, verschwindet. Hier sind Mächte am Werk, die ich mit meinen Mitteln nicht kontrollieren kann. Wer seid ihr denn? Ich bin Präfekt Yitong. Es ist meine Aufgabe, dass überführte Verbrecher in der Stadt ihre gerechte Strafe erhalten. Aber mit meinem derzeitigen Fall gibt es Komplikationen. Haben wir mit dem nicht schon mal gesprochen? Ich habe einen mutmaßlichen Sklavenhändler in Gewahrsam. Ausrüster Ling. Aber ein hochrangiger Minister möchte, dass ich ihn freilasse und einen anderen Mann verurteile. Okay. Der Mann, der angeklagt werden soll, der gelehrte Song Tao, ist ein Freund von mir. Und ich bin sicher, dass er unschuldig ist. Ihr sollt Beweise für mich finden, damit ich sie dem Minister für Justiz präsentieren kann. Oh, nett. Okay. Gut, das mache ich. Es soll kein Unschuldiger angeklagt werden. Wirklich? Ihr werdet mir helfen? Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Ich muss einen Beweis finden, dass Ling der Schuldige ist, damit Song Tao entlastet wird. Wenn ich Lings Schuld nicht beweisen kann, bin ich gezwungen, Song Tao zu verurteilen. Zum Tode. Aber alle, die ich beauftragt habe, die Wahrheit herauszufinden, verschwinden entweder oder werden tot aufgefunden. Na, das wird uns doch nicht passieren, Leute. Unsere beste Spur ist Zi Bao. Der Letzte, der vor Lings Festnahme mit ihm gesprochen hat. Aber Bao kennt mich und meine Leute. Er redet nicht mit uns. Ah, Zi Bao, den kennen wir doch auch. Bau, ist das nicht der in der Arena, der da auch rumläuft und uns überreden wollte, gewisse Dinge zu tun? Ich kenne den gelehrten Song Tao schon seit Jahren. Sein Onkel und mein Vater waren gute Freunde. Ich wünschte nur, ich wüsste, warum der Gouverneur ihn dieses Verbrechens anklagen lassen will. Wenn ihr mehr über Song Tao wissen wollt, solltet ihr selbst mit ihm reden.
Ausrüster Ling ist ein geachteter Geschäftsmann und Händler hier in der Stadt. Bis vor kurzem hatte ich keinen Grund, ihn irgendwelcher Missetaten zu verdächtigen. Als ich mich in Lings Laden umsah, fand ich ein wertvolles Messer, das ich einem meiner Männer anvertraut hatte. Einem Mann, der seit einiger Zeit spurlos verschwunden ist. Ausrüster Ling hatte das Messer eines Mannes, dessen Leiche nicht gefunden werden konnte. Das genügte mir, um ihn festzunehmen. Ja, das stimmt. Okay, ich möchte... Ja, das hatten wir ja schon. Ich weiß es nicht. Die beiden Männer wurden zusammen gesehen, bevor wir Ling festnahmen. Aber ich habe keine sonstigen Informationen über Si Bao. Er verbringt den größten Teil seiner Zeit in der Schenke zum Herz des Kaiserreichs und scheint weiter mit niemandem zu tun zu haben, abgesehen von Ausrüster Ling. Oder waren wir da schon? Ich weiß, dass ich nichts erreichen könnte, wenn ich mit ihm sprechen würde. Aber ihr könntet mit ihm reden, ohne Verdacht zu erregen. Ja, der ist doch nicht doof. Der wird uns auch verdächtigen. Gut. Dann machen wir das jetzt nochmal. Auftrag erhalten. Mein Gott, jetzt. Erst kriegen wir überhaupt keine Aufträge und jetzt haben wir so viele, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Feng? Ja? Kann ich etwas für euch tun? Ist das die mit dem Vergiftung? Verzeiht, dass ich euch störe, aber seid ihr Ren Feng? Ja. Ja, das bin ich. Woher kennt ihr meinen Namen? Sind wir uns schon einmal begegnet? Die scheint aber sehr freundlich zu sein. Euer Mann will, dass ich euch töte. Erzählt mir, wie euer Mann gestorben ist. Es war tragisch. Es hätte nie passieren dürfen. Ich habe wie immer das Essen für ihn vorbereitet. Aber es ist angebrannt und darum kaufte ich bereits fertiges Essen. Es war der Lachs. Er roch zwar etwas komisch, als ich ihn kaufte, aber der Preis war in Ordnung und ich war so in Eile und ich schäme mich ja so. Oh, siehst du, es war nur ein Versehen. Es ist nicht eure Schuld. Doch, das ist es. Egal, was ihr sagt. Ich werde den Rest meines Lebens mit dieser Schuld leben. Aber noch mehr schmerzt mich, dass sein Geist keine Ruhe findet. Ah, da müssen wir doch eine Lösung finden, oder? Ich habe versucht, sein Grab zu besuchen. Aber sein Wahnsinn kennt keine Grenzen. Er versucht, mich mit allen Mitteln zu vertreiben. Ich glaube, er würde sogar versuchen, mich zu töten. Das könnt ihr wohl laut sagen, ja? Vielleicht wäre es besser, wenn ich ihn ruhig stelle. Es bringt ja auch nichts. Warum erklärt ihr ihm die Sache nicht? Wir nehmen das Erste. Sein Hass ist unvernünftig, aber verständlich. Er hat mir nie lange genug zugehört, als dass ich ihm erklären konnte, was passiert ist. Es muss schrecklich für ihn sein. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ihn ruhig stelle. Er hört mir niemals zu. Er gibt mir keine Gelegenheit, aber wenn ihr mitkommen könntet. Könntet ihr mitkommen? Wenn ihr mir glaubt, könnte er vielleicht zuhören. Ja, das wäre auch sicher für Sie. Sicherer für Sie. Wenn wir gemeinsam gingen, würde er vielleicht zuhören. Können wir dann gehen? Zu ihm? Na klar, los, machen wir gleich noch. Oh, und jetzt werden wir gleich hin teleportiert. Das ist mir immer am liebsten. Das sparen wir jetzt die Laufwege. Du? Bist du zurückgekommen, um dich an deinem Sieg zu weiden, Hexe? Macht es dich so glücklich, mich gequält und getötet zu haben? Schmeichen, es war ein verdorbener Fisch, der euch getötet hat, nicht sie. Woher wollt ihr das so genau wissen? Wie könnt ihr ihr glauben, wo ihr doch wisst, was sie mir angetan hat? Sie ist überzeugend, mein Guter. Weil er mir glaubt. Er hat in unserem Haus gesehen, wie ich immer noch um dich trauere. Kein einziger Tag ist vergangen, an dem ich nicht über deinen Tod geweint habe. Ich wünschte fast, du würdest deinen Willen bekommen, damit ich einfach wieder bei dir sein kann. Feng, du bist wirklich betroffen? Dann war mein Fluchen die ganze Zeit falsch. Vergebt ihr, ihr beiden könnt euch allein einig werden. Ich werde euch einfach ein wenig allein lassen. Ja, ihr habt euch beide gehört. Wie wäre es, wenn die Person, die es euch bewiesen hat, jetzt eine Belohnung bekäme? Nein, vergebt ihr. Du hast mich umgebracht, aber ich erkenne in den Augen, in die ich mich so verliebt habe, dass du es nicht wolltest und dass es dich sehr schmerzt. Ich vergebe dir, Feng. Ja, wir stellen das Gleichgewicht wieder her, so gut es geht. Danke für alles, was ihr getan habt.
Für uns beide. Ich hoffe, dass ich euch eure Freundlichkeit irgendwann zurückzahlen kann. Puh. Und noch eine erledigt. Gut, und jetzt, wo wir gerade hier sind, wir müssen noch zu dem Kaisergrab. Das müsste doch hier sein mit dem kleinen Mädchen, oder? Wow. Oh, Leute, jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade wieder daran. Ich habe mich sonst ja auch immer erschrocken hier. So, wartet mal, das erledigen wir jetzt mal schnell. Wow, und guckt mal, unser Dämon, der noch da dabei ist. So, und zack. Und wir kriegen auch wieder Erfahrungspunkte. Okay, 29 ist jetzt gar nichts. Aber ich verstehe gerade nicht. Warte, ich überlege gerade schon, wo das Kaisergrab ist. Hier bin ich. Komm, 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 schnell. Ah. Aber guck mal, die machen kaum noch Schaden bei uns. So. Und die Kleine ist auch wieder da. Das Grab der Massen. Nein, das war hier nicht, sondern wir suchen ja das Kaisergrab. Ja, ich weiß, wir haben noch Stilpunkte. Aber warte mal, wir schauen erstmal. Ah, die Karte. Genau, hier. Pagode, Brücke, vergessenes Grab der Gelehrten, Yichins Grab, Chibecken, Grab des ehrwürdigen Sammlers. Hm, aber wo ist nochmal das Kaisergrab? Leute, wisst ihr es? Festung der Lotus-Assassinen? Nein, noch nicht. Vielleicht das unvollendete Grab, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es da ist, dann müssen wir danach gehen. Aber Leute, ich sehe schon wieder, mein Gott, die Zeit ist wieder rum. Wir haben wieder viel gequatscht gehabt, aber hey, wir kommen wirklich voran und wir steigen immer weiter auf. Wir sind fast jetzt am Ende der offenen Hand angekommen, sozusagen, bei diesem Pfad. Ja, wie immer danke ich euch fürs Zusehen, danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire. Ich habe es gerade geguckt, ob hier vielleicht ein Fähnchen ist mit dem kleinen Mädchen, der wir helfen sollen. Aber gut, ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschö.